Ich glaube, es ist immer was Besonderes, gegen die Besten der Welt zu spielen. Und dass Messi da dazugehört, ist unbestritten. Aber speziell die argentinische Offensivmannschaft ist sehr, sehr stark. Speziell auch mit Di Maria und Higuain, die, glaube ich, auch unbestritten zur Weltklasse gehören. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr interessantes Spiel wird, speziell für jeden Einzelnen, wenn man gegen solche Top-Mannschaften auflaufen kann und gegen solche Top-Spieler. Da kann man sich immer wieder messen und auch immer wieder, sag ich mal, sehen, wo man momentan steht. Ja, ist ja das erste Mal, dass ich auf dem Platz dann mit Messi stehe. Ja, ist natürlich unbestritten ein Weltklasse-Spieler. Ich glaube, ich habe selten so einen Spieler gesehen, der so leichtfüßig ist. Und ja, es sieht so einfach aus. Aber ich denke, es steckt trotzdem harte Arbeit dahinter. Ja, ist ein unbestritten überragender Spieler. Und es macht auf jeden Fall Spaß, ihn zuzugucken. Ja, was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass er einfach so einfach spielt und mit so einer Dynamik, ja, dass es sehr, sehr schwer wird sein, ihn zu stoppen. Aber ich glaube, dass wir auch speziell heute Morgen schon wieder sehr, sehr gute Inputs bekommen haben, wie wir ihn stoppen können, wie wir speziell die argentinische Mannschaft stoppen können. Und deswegen, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut vorbereitet gegen diese sehr, sehr gut eingestellte Mannschaft von Argentinien. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich den Preis bekommen habe. Ist eine große Auszeichnung für mich. Ist aber auch ein riesiger Ansporn, ich glaube, für die nächsten Jahre und für die nächste Saison, dass ich mich versuchen werde, weiterzuentwickeln, dass ich jeden Tag nutze, um meine Schwächen geringer zu machen und dass ich dort mich auch noch verbessere.